Hallo zu Hannah kocht einfach. Wir machen heute vegane Spaghetti Carbonara und dazu habe ich mir die Experten ins Haus geholt. Das sind nämlich die eingefleischtesten Veganer. Ich bin Aaron, ich bin vom Kanal Aaron David, beziehungsweise mein Essen ist weg, / vegan. Und ich bin Lisa, ich habe zwar keinen eigenen veganen Kanal, bin aber trotzdem Veganerin und mein Kanal heißt It's Koso. Für die Spaghetti Carbonara braucht ihr Nudeln, Räuchertofu, Zitronensaft, Zitronenschale, Mandelmus, Knoblauch, Zwiebel und Petersilie. Ich habe mir hier schon mein Wasser erhitzt, da koche ich jetzt die Nudeln drin, ein bisschen Salz kommt noch rein. Während Hannah jetzt die Nudeln kocht, fange ich schon mal damit an, den Tofu zu schneiden. Hast du einen Tipp, dass der Tofu nicht so schmeckt wie Tofu? So wabbelig. So wabbelig, ja. Das mögen ja viele Leute nicht. Ja, also wir haben jetzt hier natürlich den Vorteil, dass wir das für Spaghetti Carbonara in so kleine Würfelchen schneiden. Das heißt, wenn wir das nachher in die Pfanne tun, tust du einfach ordentlich Öl mit rein, schaltest es richtig warm und brätst das ein bisschen an, wie man das mit Speck auch machen würde. Dann sind die so richtig schön kross und knusprig und das dann schmeckt das auch so ein bisschen mehr nach was. Auch ordentlich immer Salz, Pfeffer drauf, gerade noch bei normalen Tofu, Räuchertofu, schmeckt immer schon so ein bisschen nach mehr. Also das funktioniert auf jeden Fall gut. Ich vermische jetzt Mandelmus mit Wasser. Krasser Kuh! Das war's, okay. Wir haben super geile vegane Chocolate Brownies auf Aarons Kanal gekocht. Und er ist überhaupt der Experte in Sachen Veganen. Schaut also unbedingt bei ihm vorbei. Während die anderen genau das machen, was ich ihnen sage, mache ich mich jetzt ans Schneiden der Petersilie und der Zwiebel und des Knoblauchs. All das wird in feine Stücke gewürfelt. So, wir packen jetzt ein bisschen Olivenöl in die Pfanne und braten den Räuchertofu 3 Minuten an. Jetzt langsam nimmt er auch Farbe an, ne? Ja. Also das Problem ist, dass viele Leute sich halt einfach mal Tofu kaufen und dann denken, ich koche jetzt mal lecker vegan und bereiten die dann halt falsch oder schlecht zu und probieren das dann. Dann schmeckt es halt nach nix oder eklig. Aber ich meine, du packst ja auch nicht Fleisch so in die Pfanne und isst das dann. Du machst ja auch mit Gewürze oder Panade oder mit einer coolen Beilage oder so. Und da ist es jetzt halt super wichtig, dass man dann solche Tipps eben befolgt oder so, dass es halt auch lecker schmeckt. Knoblauch und Zwiebel gesellen sich jetzt zum Räuchertofu. Unsere Zwiebeln sind glasig, also können jetzt alle anderen Zutaten auch rein. Das machen wir, würde ich sagen, gemeinsam. Die ganze Schale? Nur ein Teil, so ein bisschen, so noch Gefühl. Oh, ich bin super schnell, ne? Ja, das ist super, ich finde, das reicht schon aus. Weil sonst ist es ein bisschen sehr, sehr zitronenlastig, ne? Ja. Kannst du da mal ran? Ja, mal mit, bitte. Das nenne ich Teamwork. Ja, das geht aber. Ja, Explosion. Und die Petersilie noch. Ihr mögt alle Petersilie, gell? Also nochmal, mögt ihr Petersilie? Ja! Ja! Oh, Petersilie ist so delicious! Das verstehe ich nicht, dafür bin ich zu alt. Noch einen Schuss Zitrone rein, salzen und pfeffern, fertig. Mandelmus macht alles besser. Also ob das jetzt Rührei ist oder ein Pancake oder du kannst fast überall rein tun. Oh, jetzt hier, wie heißt das? Zu den Streuseln. Ja, genau. Ah, ja. Ich habe eine Mühe. Okay, ich habe viel zu viel. Damit. Spoiler, es ist lecker. Was man noch machen könnte, ist, dass man den Tofu ein bisschen länger anbrät, dass er noch ein bisschen krossiger ist, dass er wirklich wie Schinkenwürfelchen schmeckt. Ja. Und dann so Dinge wie Fleischwürze, Kurkuma. Sowas kann man noch dazu, wenn man jetzt diesen Fleischgeschmack noch haben möchte. Aber ich brauche jetzt nicht zum Beispiel. So, also ich finde es so super lecker. Mhm. Die Soße ist auch super geworden. Ja, für jeden, der so das Gefühl hat, so ich brauche das, ich brauche manchmal den Fleischgeschmack auch oder so und will darauf nicht verzichten, dann lässt sich auch leicht machen. Bis zum nächsten Mal, guten Appetit und Bussi, Baba.